das noch Bilder, die bei uns grosse Überholungen machen. Weil mir läuft es, wenn es regional wächst, wenn ich sehe, dann, das ist gereift, das stimmt für ihn, das ist so eine gute Sache. Aber wenn es einfach so vorgegangen wird, dass man sieht, dass die Borbazellen sind nur gross, dass man einen grossen Wurf machen kann und dann können wir Freude Geld nehmen, so wie es dann bei Abelacken beobachtet, dann ist man auf Falschen. Was heißt das? Das Projekt hat auch eine Ergänzung über die Lösung. Für die Frage der Stadt sind es natürlich auch Rahmenbedingungen. Wir haben ja auch bewährte Bodenpolitik, die aktive Bodenpolitik. Das ist auch gut so, dass die Stadt das Land, das sie hat, im Bauen zur Verfügung gestellt und entsprechend dort auch Vorgaben machen, wie das gebaut wird. Das Gleiche mit den Planungsgrundlagen, aber es hat Stadtmöglichkeiten Einfluss nehmen. Und das soll man auch in Zukunft machen. Also ich bin sehr stark Verfechter von der aktiven Bodenpolitik. Baudirektorin, stimmt das alles, was hier gesagt wird? Ich gebe gerne einen Finanzdirektor mit, das ist seine Kompetenz. Finanzdirektor. Ja, stimmt oder nicht, das ist für mich wieder eine Frage. Die Frage ist, ist es sinnvoll, in die Richtung aktiv zu sein, aktiv zu werden oder ist noch es sinnvoll zu werden? Meiner Meinung nach, nein, ist nicht sinnvoll. Wir haben überdurchschnittlich hohe Leerwohnungsbestand.